Hi Leute, ich bin's wieder, euer Danny von Modbox. Und heute stelle ich euch den Steyr absolut CVT vor. Den findet ihr unter Fahrzeuge, mittelgroße Traktoren und dann im Bereich der Mods. Hier haben wir das gute Stück. Steyr absolut CVT für 198.000 Euro. Schauen wir uns den einmal an. Wir haben hier in der Grundausstattung 220 PS, 390 Liter Diesel im Tank und können 50 km/h fahren. Wir können hier verändern die Designfarbe von Schwarz auf Chrom, auf Silber. Schauen wir uns das einmal an. Durch Schwarz, jetzt Chrom, jetzt Silber. Wie wir sehen, hier das Auspuffgitter, Schwarz. Jetzt, das soll verchromt sein. Und jetzt ist es in Silber. Silber erkennt man, verchromt erkennt man meiner Meinung nach nicht so sehr. Aber schwarz erkennt man wieder. Dann haben wir hier vier Reifenhersteller bei dem Fahrzeug. Einmal Trelleborg, Nokian, Michelin und Mitas. Bei Mitas und Michelin haben wir Breitreifen und Radgewichte. Bei Michelin kommt dazu noch Standardbereifung. Bei Nokian haben wir nur Kommunalbereifung. Bei Trelleborg haben wir das gesamte Programm von Standard über Radgewichte, Breitreifen mit Radgewicht, Pflegebereifung und Zwillingsbereifung. Dann haben wir hier noch die Motorausführung. Wir können vom 6200 absolut CVT auf den 6220er absolut CVT ändern. Dann haben wir 240 PS oder den 240er. Dann haben wir 260 PS. Das kostet natürlich alles einen Aufpreis. Wir können hier einen Frontlader konfigurieren, ja oder nein. Hier ist die Möglichkeit, eine Allö-Konsole zu konfigurieren. Meine Meinung dazu ist ja, dann auch den passenden Frontlader dazu suchen, aber dementsprechend den Allö-Frontlader als Mod sich runterladen, aber das kann ja jeder machen, wie er selber möchte. Sieht nur dann optisch schöner aus. Kommen wir einmal ins Spiel und schauen uns den Traktor an. Hier haben wir das gute Stück. Optisch. Nicht schlecht gemacht. Von außen. Optisch bestanden. Schauen wir von innen mal. Von innen ist er optisch gar nicht schlecht. Hat ein schönes Dachfenster. Optisch ebenfalls von innen bestanden. Schauen wir uns mal den Motorsound von innen an. Ihr seht beim Motorstart, Geräte sind angegangen und ihr seht auch, Hebel sowie Pedale funktionieren, genauso wie Lenkrad. Wir sehen oder wir hören Indoor-Sound sowohl Outdoor-Sound. Beide echt in Ordnung. Schön lautes Turbo-Pfeifen, gefällt mir gut. Wir haben auch eben schon gesehen, wir haben Bremslichter, die funktionieren. Dazu eine funktionierende Warnblinkanlage hinten sowie vorne. Dann kommen dazu noch die normalen Blinker. Diese funktionieren hinten rechts sowie vorne rechts und vorne links sowie auch hinten links. Kommen wir nun noch zur gesamten Beleuchtung. Wir haben unser Ablendlicht. Schöner Lichtkegel, man sieht gut was. Dann haben wir noch unser hinteres Arbeitslicht. Auch gut, alles sichtbar. Und zu guter Letzt unser Fernlicht. Die Lichtkegel sind echt in Ordnung. Gerade jetzt am Tag kann man es zwar schwer erkennen, aber Beleuchtung ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, schauen wir noch einmal in die Lok. Und wir sehen, die Lok ist fehlerfrei. Dementsprechend guter Traktor, sowohl für den Server als auch für den Singleplayer geeignet. Ich kann ihn empfehlen. Und dann danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, ein Däumchen zum Träumchen, abonnieren, die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Danny von Modbox.